Die Winkelmessung des Hüftgelenks, Flexion, Extension. Der Patient liegt auf der Behandlungsbank und wir nehmen das Goniometer und richten den proximalen Zeiger auf die Wirbelsäule aus, welche in Lordose ist, und den distalen Zeiger zeigen wir auf die Mitte des Kniegelenks entlang der Tibia. Dann nehmen wir den Femur. Da dieser Patient nicht sehr gut kooperiert, führe ich die Bewegung eigenständig aus und bringe die Tibia in die Extension. Dabei ist der Drehpunkt auf dem Trochanter Major. In die maximale Position, aktiv oder passiv. Danach können wir dann den Winkelgrad ablesen, welcher hier bei 130 Grad ist. In der Extension. In der Nullstellung erreichen wir ungefähr beim normalen Patienten, der etwas mehr Fleisch auf den Rippen hätte, wäre das bei 10 Grad. Hier ist es 5, da unser Patient etwas mager ist. Die Extension des Hüftgelenkes könnten wir jetzt messen, indem wir den Patienten auf die Seite lagern und er lässt die linke Extremität über die Behandlungsbank hängen. Hier können wir dann eine Extension, eine Hyperextension des Hüftgelenkes von 10 Grad ablesen. Das ist im normalen Bereich. Um dem Patienten eine entspannte Lagerung zu gewährleisten, können wir das nicht behandelnde Bein mit einem Handtuch unterlagern. Diese Lagerung ist entspannter für den Patienten. Bei der Abduktion des Hüftgelenkes orientieren wir den proximalen Zeiger entlang der Linie der Sias, des Spina Iliaca Anterior Superior. Den Drehpunkt bestimmen wir am Drehpunkt des Hüftgelenkes und orientieren den distalen Zeiger parallel zur Tibia in Richtung Articulatio Genus, das Kniegelenk. Nun bewegen wir das Femur, den Femurknochen weg vom Körper. Das ist die Abduktion. Soweit es geht. Ich glaube, unser Patient ist äußerst flexibel und in diesem Falle lesen wir hier einen Winkel von
von 60 Grad ab. Der Patient kann ohne Probleme in die Nullstellung zurückkehren. Und bei der Adduktion des Hüftgelenks bitten wir den Patienten, das entfernte Knie nach oben zu halten. Das ist normalerweise etwas leichter. So. Okay, vielen Dank. Wiederum der proximale Zeiger orientiert sich an der Linie der Sias. Und wir belegen das Hüftgelenk nach innen. Sodass wir hier auf einen Winkel von 30 Grad kommen. Das ist die Nullstellung. 30. Das war die Adduktion und Abduktion des Hüftgelenks. Für die Innen- und Außenrotation des Hüftgelenkes bitten wir den Patienten das zu vermessende Bein zu heben. Und wir orientieren uns wieder an der Sias mit dem proximalen Zeiger, rumpfnah, und legen den Drehpunkt des Winkelmessers auf das Kniegelenk. Bei der Innenrotation des Hüftgelenkes bewegen wir das Bein nach außen. Damit wird der Femur nach innen und das Kniegelenk nach innen bewegt. Das ist die Innenrotation oder Endorotation. Und lesen dann den Winkel ab, der entlang des Verlaufes der Tibia gemessen wird und zur Mitte des Fußwurzelknochens hin zeigt. In diesem Falle sind das 20 Grad. Die Nullstellung ist zu erreichen und für die Außenrotation bitten wir den Patienten, das Bein nach innen zu bewegen. Das ist die Außenrotation des Hüftgelenkes oder Exorotation. Die gleichen Bezugspunkte wie vorhin, proximal parallel zu den Punkten der Sias und den distalen Zeiger entlang der Tibia zur Mitte des Fußwurzelknochens, des Fußwurzelgelenks. Und lesen die Werte ab, welches hier 30 Grad sind.